Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen verregneten Video. Ich bin jetzt gerade in Siegburg angekommen. Moment. So ist es etwas besser. Ich bin jetzt gerade in Siegburg angekommen, weil ich habe jetzt einen Termin im Amtsgericht. Aber keine Sorge, ich bin schon wieder was vergessen. Jetzt habe ich mein Parkticket im Auto liegen lassen. Ich bin aber auch ein bisschen im Stress, weil mein Termin, also wie gesagt, ich bin jetzt kein Schwerverbrecher oder so, sondern ich habe einfach nur den Termin für den Austritt aus der katholischen Kirche. Das hat jetzt nichts mit Glaubensfrage hin oder her zu tun, sondern es hat einfach Tatsache finanzielle Hintergründe. Als Selbstständiger bin ich jedes Jahr erschrocken, wenn die Rechnung vom Finanzamt kommt und ich dann eben auch Kirchensteuer bezahlen muss. Und danach... Also den Termin habe ich um 20 nach 10. Das wird schon eng, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon Viertel nach 10 und ich muss noch ein richtig gutes Stück laufen. Und danach gehe ich mit einem Kumpel von mir hier noch was frühstücken und ich denke, da werde ich mich auch noch mal melden, weil jetzt muss ich mich echt beeilen. Jetzt bin ich offiziell konfessionslos. Man fühlt sich ja so ein bisschen wie ein Schwerkrimineller, wenn man da erstmal durch die Sicherheitsschleuse muss und dann die ganzen Justizvollzugsbeamten da einen kontrollieren. Und nachdem ich dann zweimal hin und hoch und runter laufen musste, weil ich erst mich anmelden musste, dann bezahlen musste, dafür musste ich wieder runter. Und dann musste ich wieder nach oben, um meine Bescheinigung zu kriegen, bin ich jetzt raus. Und zwar, wie gesagt, rein aus finanzieller Natur. Sage ich euch später auch noch was dazu. Heute steht sowieso ein sehr spannender Tag an. Denn nicht nur, dass ich jetzt mit meinem Kollegen hier was frühstücken gehe, sondern heute Nachmittag haben wir eine Hausbesichtigung, weil wir uns ja wieder vergrößern müssen. Ja, wir müssen wahrscheinlich wieder umziehen, auch wenn wir eigentlich gesagt haben, vielleicht nicht unbedingt sofort. Aber wir sollten uns schon halt jede Chance, die wir mal kriegen, wenn mal ein Haus zur Miete inseriert ist, dann eben auch nutzen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt geht's erstmal frühstücken. Jetzt bin ich zurück im Parkhaus. Ich muss jetzt erstmal wieder nach ganz oben laufen, weil wir ja, hier war morgen ja nichts frei. Wollte euch aber noch kurz, weil ich beim Frühstück leider nichts filmen konnte, es war so viel los da. Ich kannte das auch gar nicht. Und jetzt bin ich schon ganz oben. So ging es schnell. Ja, bin ich. Ich wollte euch aber noch kurz sagen, also das Haus, was wir uns angucken gehen, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich da heute mal die Mietpreise anguckt. Aber uns bleibt halt auch fast nichts anderes übrig. Ursprünglich hatten wir gesagt, dass wir, ich bin so aus Atem. Ursprünglich hatten wir ja gesagt, dass wir erstmal da wohnen bleiben, solange es geht. Denn am Anfang sind die Babys bei uns im Schlafzimmer. Eine gewisse Zeit kann sich auch meine Tochter mit den beiden das Zimmer teilen. Warte sie sich ja auch oder freut sie sich ja auch drauf. Sie hat ja auch direkt, muss man gerade den Schirm hier wieder in den Kofferraum tun. Treppensteigen ist ja nichts für mich. Ne? Meine Tochter hat ja gesagt, sie möchte das unbedingt, sie hat sich ja so darauf gefreut. Allerdings, wie gesagt, für uns ist eben einfach die Möglichkeit da, uns ein Haus zumindest mal anzusehen. Also es ist unfassbar, wie schnell die Anzeige wieder aus dem Internet genommen wurde, weil sich so viele Leute darauf beworben haben. Ob wir es kriegen, ob es uns überhaupt gefällt und ob wir es dann überhaupt kriegen, das steht natürlich in den Sternen. Es wäre ein Traum. 6 Zimmer, wäre auf jeden Fall erstmal zukunftssicher. Hätte jedes Kind ein eigenes Zimmer, beziehungsweise die Zwillinge würden dann ein gemeinsames Zimmer bekommen, aber das wäre ja auch überhaupt kein Problem. Aber die anderen beiden Kinder haben ein eigenes Zimmer. Ich meine, wenn meine Tochter dann irgendwann nächstes Jahr in die Schule geht, dann geht das meiner Meinung nach auch nur noch eine gewisse Zeit gut. Mirko braucht sowieso, der geht nächstes Jahr auf die nächste Schule, auf die weiterführende Schule. Auch der kann sich kein Zimmer mit kleinen Geschwistern teilen, weil der auch einfach den Schlaf braucht und dann auch mal Hausaufgaben machen muss. Und das, deswegen wäre das schon eine absolute ideale Lösung. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause, weil jetzt gleich kriegen wir noch Besuch von einer Freundin von Sandra. Und dann um 16 Uhr haben wir die Wohnungsbesichtigung oder Hausbesichtigung. Und danach muss ich auch noch mal nach Bonn zurück, weil ich dann um 17.30 Uhr auch noch einen Termin habe. War jetzt die ersten, ja gut 2 Wochen jetzt von dem Jahr, waren jetzt echt ruhig. Man merkt also, die Leute waren noch in Feiertagsstimmung und lass erstmal das neue Jahr ankommen und so weiter. Aber ich bin auch froh, dass das bei mir jetzt wieder losgeht. Denn ich muss ja jetzt noch mehr Geld verdienen, irgendwie, weil so ein Haus ist ja auch leider nicht billig. Ne? Wir stehen jetzt vor dem
Objekt, was wir uns jetzt ansehen werden. Wir sind ein bisschen zu früh, wir haben jetzt 3:45 und um 4 Uhr haben wir den Termin. Jetzt erstmal äußerlicher Eindruck, ist halt genauso wie bei uns. Ist halt Dorf. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen gespannt bin, ein bisschen aufgeregt bin. Vor allem das Allerschlimmste wäre, wenn mir das jetzt auch noch oder uns gefällt und man dann eine Absage kriegt. Kann man so sagen, ja. Ich weiß noch gar nicht. Ich habe mir das nur ganz kurz angeguckt, hatte Julian den Link geschickt und dann war es ja auch schon wieder draußen. Deswegen konnte ich mir ja jetzt gar keinen Überblick mehr verschaffen, um irgendwas zu vergleichen mit den Fotos oder so. Ich weiß noch nicht mal mehr. Ich glaube, Julian weiß es noch, aber ich würde ansonsten gleich auch noch mal fragen. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie viel das jetzt insgesamt kostet. Und geschweige denn, wie die Aufteilung der Zimmer ist, die Quadratmeteranzahl oder irgendwas. Also ich weiß noch grob, ich habe das Schlafzimmer gesehen und ich habe, glaube ich, den Eingangsbereich gesehen. Und das war es dann aber auch schon so ziemlich. Und ich glaube auch noch einmal von außen haben die das Haus fotografiert. Aber wie gesagt, die Kinderzimmer sind nicht drin gewesen, der Keller ist nicht drin gewesen. Also das ist für uns jetzt wie so ein Blind Date mit dem Haus. Also Größe sind 160 Quadratmeter, das weiß ich noch, oder 165 oder sowas. Auf jeden Fall mehr als ausreichend Platz. Preislich lag das Ganze warm. Ich bin da mal realistisch, wenn man dann noch den Strom dazu rechnet. Wird das Ganze 2000 Euro im Monat kosten? Das ist schon eine stolze Hausnummer. Man muss sagen, der Quadratmeterpreis ist dann wieder ganz okay. Da sind wir, glaube ich, bei 11 Euro warm oder so. Da bezahlen wir jetzt mehr. Aber es ist natürlich gemessen an der Wohnfläche halt schon ein ordentlicher Batzen Geld. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, boah, ich würde im Leben keine 2000 Euro einem Vermieter irgendwo in den Popo pusten, sondern stattdessen zu kaufen. Aber da ist einmal das Problem, der selbstständige Status ist halt bei Banken nicht so gerne gesehen. Wenn dann zumindest eine Vollzeitarbeitskraft noch mitfinanzieren würde, sähe die ganze Welt wieder anders aus. Aber auch da ist es dann im Moment sowieso nur möglich mit Eigenkapital, was wir in der Höhe nicht haben. Und vor allem, wenn wir mal ehrlich sind, im Moment drehen die Leute alle noch durch. Das heißt, wir haben immer noch viel zu überteuerte Immobilienpreise mit mittlerweile wieder einem sich an den ursprünglich normalen Wert einer Verzinsung herankratzenden Wert. Und das kann man einfach nicht bezahlen. Also ich bin jetzt 32. Wenn ich jetzt 500.000 Euro nehme und die mit 3,5% finanzieren würde und das nicht 40 Jahre lang machen möchte, weil ich ja am liebsten zu meiner Rente fertig sein will, dann wäre ich bei einer monatlichen Rate bei 1.600 oder 1.700 Euro. Und wenn man da noch die Nebenkosten vom Haus drauf rechnet und dann noch davon ausgeht, dass wenn nur irgendetwas kaputt geht, wir das auch noch selber bezahlen, ist es einfach für uns derzeit völlig unattraktiv. Gucken wir jetzt gleich mal. Dadurch, dass das Haus derzeit noch bewohnt ist, können wir euch leider nicht mit reinnehmen. Aber wir werden euch so detailliert wie möglich am Ende sagen, wie das Ganze ausgesehen hat. Und ob es uns gefallen hat oder nicht. So, wieder zu Hause. Es ist jetzt 7:30. Ich bin also gerade auch erst vom Termin wieder raus gewesen. Hab dann schnell Sandra und die Kiddies bei meinen Eltern abgeholt. Die hatten da zu Abend gegessen. Denn das war jetzt alles ein bisschen zeitlich stressig, weil wir waren in der Hausbesichtigung. Die ging ungefähr eine halbe Stunde. Dann habe ich, in der Zeit waren die beiden Kinder für, weiß ich nicht, ja die halbe Stunde oder was bei meinen Eltern. Dann hat man noch kurz gequatscht und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gemerkt, oh Mist, ich muss ja noch wieder bis ans Ende von Bonn fahren. Also hatten wir die Möglichkeit, entweder Zelte abbrechen und sofort los oder eben, so wie wir es dann gemacht haben, Sandra ist dann mit den Kindern da geblieben. Die haben dann auch da zu Abend gegessen. Und ich wollte euch jetzt eigentlich noch kurz von der Besichtigung berichten. Ist ein richtig schönes Haus. Der Platz wäre mega. Miete, klar, 2000 Euro im Monat ist eine stolze Summe, aber ein riesiger Keller. Wir könnten dort einen Raum machen, in dem wir Videos drehen. Ich könnte mir den Traum eines Gaming-Zimmers erfüllen. Die Kinderzimmer auf der ersten Etage waren richtig, richtig schön. Auch das Dachgeschoss, das war so ein bisschen als Studio gemacht. Also du bist die letzte Treppe hoch und warst quasi direkt hinter so einem kleinen Absprung. Der war da quasi die Trennwand im Schlafzimmer, wo auch noch ein kleines Zimmer war, wo wir perfekt die beiden Babys parken könnten für eine gewisse Zeit, bis die dann eine Etage tiefer in ihr eigenes Kinderzimmer gegangen wären. Wir hatten ein Ankleidezimmer, war alles super, aber wir haben uns jetzt gemeinschaftlich entschlossen, das nicht zu nehmen,
Einfach weil die finanzielle Belastung gar nicht die monatliche wäre, die uns so den Hals brechen könnte, sondern viel schlimmer war der Zustand des Hauses. Die derzeitigen Mieter wohnen auch mit 4 Kindern da und haben uns auch schon direkt gesagt, ja, also ihr müsst euch auf jeden Fall darauf einstellen, das Haus muss tapeziert werden. Der Garten, ja, okay, der war in Ordnung, aber der sah auch aus, als müsstest du da eine Menge machen. Dann hätten wir die Küche wahrscheinlich übernehmen müssen, in Anführungsstrichen. Also das wäre wahrscheinlich noch die günstigste Lösung gewesen, weil die war riesig. Die hätten die auch günstig wohl abgegeben. Wir haben jetzt noch gar nicht nach dem Preis gefragt, aber sie hätten sie uns übergeben. Und das wäre wahrscheinlich günstiger gekommen, als wenn wir für diese riesige Küche eine neue Küche gekauft hätten. Aber dann war es eben das Tapezieren. Die Kellerräume waren halt komplett blank. Typisch Keller, logisch. Waren von denen auch als Keller genutzt. Hätten wir jetzt gesagt, wir möchten dort Büro oder Gaming oder Videodrehzimmer oder was auch immer draus machen, hätten wir da eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen. Dann der Umzug kostet Kohle. Die Kaution, logisch, auch wieder Kohle. Wir hätten in den Kinderzimmern in der ersten Etage war leider so ein wirklich scheußlicher Linoleumboden, wo ich vielleicht noch gesagt hätte, komm, eine gewisse Zeit, die Kinder interessiert das eh nicht. Aber Sandra sagte halt zu Recht, sie möchte, wenn sie da wohnt und die meiste Zeit wird sie dort auch alleine verbringen mit den Kindern, weil ich natürlich arbeiten muss. Und sie möchte sich einfach wohlfühlen und das wäre dann auch wieder Geld gewesen. Dann den Linoleumboden rausreißen, Laminat machen, überall, wie gesagt, alles tapezieren. Dann störte sich Sandra daran, dass im Erdgeschoss in der Küche wieder andere Fliesen waren als im Flur. Und da waren teilweise die Fugen nicht so schön. Und also auch wenn wir heruntergerechnet, waren das jetzt irgendwie 8,12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Was echt super, super günstig ist. Wie gesagt, klar, für 160 Quadratmeter ist das dann wieder in Summe viel Geld, aber man muss das ja auch mal ein bisschen runterbrechen und sagen, für 8,12 Euro kalt mietest du hier im Köln-Bonner Bereich gar nichts. Also das kannst du knicken. Deswegen, es war eigentlich günstig, aber wir haben halt jetzt auch noch so viele Kosten vor uns, was einmalige Kosten betrifft, dass wir einfach gesagt haben, lass uns vernünftig bleiben. Wir haben noch Zeit. Also erstens dauert es noch ein halbes Jahr, bis die Kinder zur Welt kommen. Dann 3-4 Monate können die bei uns im Schlafzimmer, wenn es überhaupt so lange ist. Ich weiß es nicht, aber das werden wir sehen. Und dann können die auch eine gewisse Zeit bei meiner Tochter mit im Zimmer sein. Also wir haben noch locker ein Jahr Zeit und das werden wir jetzt auch nutzen wollen, um uns weiterhin umzusehen. Aber so schön das Ganze dann war, ich habe auch über viele Baustellen hinweg gesehen, weil ich bin da eher so ein bisschen handwerkerorientiert und denke mir, ja komm, mit ein bisschen Spucke hast du das auch geregelt. Aber es ist in Summe, wäre es unvernünftig, das jetzt zu tun. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Okay, ihr hört die Katze im Hintergrund, die möchte scheinbar auch hier raus. Ich bringe jetzt die Kinder ins Bett oder vorrangig meine Tochter ins Bett. Mirko geht ja alleine ins Bett. Und dann beende ich das Video auch hier. Und dann würde ich sagen, wir haben morgen den 13.01. um 11 Uhr nochmal einen Termin bei unserer ursprünglichen Ärztin in der Kinderwunschklinik. Wir sind ja eigentlich offiziell dort entlassen. Allerdings aufgrund dieser ganzen Blutungsgeschichten und keine Ärztin in irgendwelchen Krankenhäusern traut sich wirklich da dran und alle verweisen irgendwie immer wieder nach dem Motto, geht dahin zurück, wo alles angefangen hat. Die kennen das am besten. Und dann hatte sich Sandra mit der Ärztin aus der Kinderwunschklinik nochmal kurz geschlossen. Und wir haben jetzt quasi morgen um 11 Uhr nochmal einen Termin da. Die soll auch nochmal drüber gucken. Die soll nochmal ihre Meinung dazu abgeben. Vielleicht nochmal in ihren Unterlagen gucken, um das einfach abgeklärt zu wissen. Weil keiner sagt so wirklich, was es ist. Alle deuten irgendwie in Richtung dieses, ja, natürlich, es könnte auch Gebärmutterhalskrebs sein. Ich persönlich habe da am meisten Angst vor. Sandra ist da relativ cool und entspannt noch. Aber das ist so, man merkt das, weil die eine Ärztin sagt, ja, wenn sie einen Abstrich schon gemacht haben am Anfang der Behandlung, dann wird es das nicht sein. Die andere Ärztin sagte dann in der Notaufnahme, wenn sie sich ganz sicher sein wollen, dann machen sie nochmal einen Test. Also du merkst schon genau, die sind sich selbst unsicher und das macht mich so langsam auch unsicher. Aber ich will auch nicht nur schlechte Gedanken haben. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr in diesem Video dabei wart und wir werden euch morgen dann mit in die Kinderwunschklinik wieder mitnehmen.
nochmal einen Ultraschall zeigen, wie die beiden gewachsen sind, weil ich gehe fest davon aus, dass wir morgen nochmal einen Ultraschall machen werden. Und dann gibt es also morgen, drehen wir dann wieder ein ganz klassisches Schwangerschaftsupdate. Das werdet ihr dann vermutlich am Wochenende irgendwann zu sehen bekommen. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt gerne diesem Video einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke von unserem Kanal. Und wenn ihr es immer noch nicht getan habt, aber immer noch jedes unserer Videos seht, dann seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, ein kostenloses Abo dazulassen, diesen Kanal zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'm